Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. An meiner Seite heute Markus Jules und zwar von der AOK. Die AOK ist gerade mit einem interessanten Thema in den Medien vertreten und zwar es gibt eine Familienstudie und ganz neue Angebote von der AOK zum Thema Familie. Darüber wollen wir heute mal mit Ihnen sprechen und das mal so ein bisschen hinterfragen. Die Familienstudie läuft ja bei der AOK nicht zum ersten Mal, sondern Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, zum dritten Mal inzwischen. Was für Ergebnisse bringt eine solche Familienstudie? Gut, wichtig ist zunächst einmal, Sie sagten das ja auch, wir machen die Studie zum dritten Mal. Wichtig dabei ist, dass man am Ende auch Ergebnisse vergleichen kann. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass aus die Familienstudie ergeben hat, was im Familienalltag besonders wichtig ist. Da stand also im Fokus immer wieder von den Befragten der Familienalltag, also letztendlich Zeit miteinander zu verbringen. Das ist das eine. Wir haben es verglichen, die Jahre 2007, 2010, jetzt 2013, haben das jetzt veröffentlicht. Und eins ist ganz klar festzustellen, finanziell, also materiell und von den Belastungen her geht es den Familien heute im Vergleich zum Jahr 2010 besser. Das mag sein, dass die Wirtschaftskrise jetzt beispielsweise sich verändert hat oder auch abgeschwächt ist. Aber ganz wichtig dabei, jede zweite Familie heutzutage von den Befragten beklagt Zeitmangel. Also deutlich in den Fokus gerückt in dieser Studie, der Zeitmangel. Die Familien fühlen sich einfach gestresst, die Familien fühlen sich einfach, sie haben keine Zeit. Wir als Eltern können ja ein Lied davon singen, dass Zeit und Stress natürlich auch was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Aber hat der Zeitmangel der Eltern auch wiederum Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder? Selbstverständlich. Auch das kann man durchaus bejahen. Ich würde das mal so formulieren. Gesundheit kann ansteckend sein. Das heißt, Eltern, gesunde Eltern, das reflektiert unmittelbar auf die Kinder, andersherum genauso. Also gesunde Kinder reflektieren unmittelbar in die Gesundheit der Eltern. Also das müssen wir jetzt ganz kurz nochmal wiederholen, liebe Zuschauer. Gesundheit kann ansteckend sein. Das ist ein sehr schöner Slogan. Und was sich dahinter verbirgt, haben Sie ja gerade erklärt. Aber wie kann ich letztendlich dieses Thema Gesundheit, Elterngesundheit, Kindgesundheit, was geben Sie da für Ratschläge? Also fußend auf der Familienstudie, die wir gemacht haben, und mit dem Ergebnis, dass Stress bzw. Zeitmangel deutlich in den Fokus der Familien gerückt ist, da lässt sich ableiten, vier Botschaften. Botschaft Nummer eins, achten Sie auch auf sich selbst, also Eltern möglichst auch auf sich achten. Nehmen Sie sich einfach auch mal die Zeit, gönnen Sie sich die Auszeit, hat unmittelbar Auswirkungen auch auf die Kindergesundheit. Zum Zweiten, wenn schon Stress und wenn schon Hektik und wenn schon Zeitmangel, nutzen Sie Netzwerke. Auch das kann man tun. Freunde, Bekannte, Nachbarn, Oma, wenn, Opa, so sie denn da sind. Das ist ja häufig auch ein Problem, dass Familien heutzutage auch Oma und Opa wohnen in anderen Städten. Die waren früher da, die sind heute nicht da. Umso wichtiger ist es jetzt, Netzwerke zu finden, aufzubauen, um sie dann letztendlich auch zu nutzen. Das ist ein positives Zeitmanagement. Drittens, verbringen Sie diese gewonnene Zeit, die Sie jetzt haben, verbringen Sie die bewusst miteinander. Das haben die alten oder die vorherigen Familienstudien auch deutlich gezeigt. Zeit, die man miteinander verbringt in den Familienalltag, also Rituale. Das gemeinsame Essen kann es zum Beispiel sein. Mindestens einmal am Tag eine gemeinsame Mahlzeit ist ganz, ganz wichtig für Kinder und ist für die Kindergesundheit deutlich förderlich. Oder auch das Vorlesen einfach mal vor dem Zu-Bett-Gehen. Das wären hier so die Botschaften, die man sagen kann. Und wenn man das jetzt alles unter einen Hut gebracht hat, also wenn man die Zeitkiller beiseite geschafft hat, wenn man organisiert ist und wenn man das auch bewusst nutzt und auf seine eigene Gesundheit achtet, dann ist es so, dass man durchaus in ein anderes Gespräch auch mit den Kindern kommt und man erfährt ein ganz, ganz anderes Gespür, eine ganz andere Sensibilität für die Gesundheit von Kindern. Man hört urplötzlich die Signale der Kinder, zum Beispiel, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Ganz anders, weil das ein ganz anderes Verhältnis Eltern-Kind ist. Und darauf können Eltern dann auch deutlich schon im Vorfeld reagieren. Auch das hat die Studie ergeben. 80% der Kinder fühlen sich gesund, fühlen sich sehr gesund sogar. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, jedes fünfte Kind hat doch gesundheitliche Beschwerden. Dahin zu hören, das hilft allen. Und so es dann längerfristig ist, ja, dann muss auch der Arzt einfach aufgesucht werden. Und insoweit zeigt da die Familienstudie auch einen Weg auf. Ja, wenn man jetzt mal ins Internet geht bei Ihnen, bei der Seite AOK, wir blenden auch die Adresse jetzt mal ein, familie.nordost.de.
www.aok.de. Ist ein bisschen umständlich, diese Adresse, aber wir haben sie eingeblendet. Sie können sich jetzt abschreiben, liebe Zuschauer. Aber auf dieser Seite findet man ganz viele nützliche Hinweise. Wie gesagt, diese Tipps, die Sie eben schon gegeben haben. Aber ich kann mich praktisch unter dem Thema Familie AOK durch alle Lebensphasen leiten lassen. Das fängt bei der Schwangerschaft an. Was empfehlen Sie zum Beispiel Schwangeren? Dort gibt es auch spezielle Angebote. Ja, also ich komme nochmal zurück auf die Familienstudie. Wenn man jetzt auf diese Seite geht und sich diese Seite anschaut, dann ist hier tatsächlich ein Informationspaket geschnürt für die Interessenten. Da kann man dann auch einfach mal gucken, je nach Lebensalter. Sie sagten es, also von der Schwangerschaft bis zum Teenageralter. Liebe Zuschauer, ich kann es wirklich bestätigen, ich war auch auf dieser Seite drauf und ich habe zum Beispiel das Problem eines pubertierenden Kindes, auch da kann man sich zum Beispiel ganz gut einlesen zu der Thematik. Herr Jules, es gibt ja jetzt sogar Apps, die Sie anbieten für diese verschiedenen Lebensphasen. Ja. So gibt es ja auch eine App für Schwangere zum Beispiel. Ja, klar, da gehen wir mit der Zeit. Das ist auch richtig, dass wir es tun. Die Erfahrungen zeigen, gerade junge Frauen erstmalig schwanger, da kommt eine ganze Menge auf die beiden Partner zu. Das ist ja nicht nur die Frau, die das bewegt, und natürlich auch gibt es da den Partner dazu. Das bewegt die. Die AOK Schwangeren-App, die bündelt hier die Informationen einfach für die werdenden Eltern. Wie funktioniert das mit dem Mutterschaftsgeldantrag? Was für Vorsorgeuntersuchungen gibt es? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt als schwangere Frau, mich untersuchen zu lassen? Wo gibt es die richtigen oder wo kann ich entbinden? Welche Hebammen gibt es? Also ein Begleiter durch die Zeit der Schwangerschaft, das ist die AOK Schwangeren-App, setzt also noch vor der Geburt an. Und wenn man jetzt auf dieser Seite schaut, dann geht es von der Lebenslage zur Lebenslage. Das nächste, was käme, wäre das Baby, Kleinkind, Grundschüler bis hin zu Pubertät. Alle Lebensphasen haben unterschiedliche Bedingungen, alle Lebensphasen brauchen unterschiedliche Antworten und die Informationen und die Antworten hierzu und die Angebote, die finden Sie auf dieser Seite gebündelt. Herr Jules, ein spezielles Angebot, das verbirgt sich auch unter dem Namen Tiger Kids, also Tigerkinder im Grunde. Was ist das? Was ist das? Was gehört da alles mit dazu? Kann man als schönes Beispiel nehmen für das, was die AOK eigentlich in Gesundheitsangeboten so tut. Hier kann man das relativ gut und auch einfach erklären. Erstens, die AOK investiert schon lange in sogenannte Präventionsangebote. Das ist bekannt. Wir sind die Gesundheitskasse. Wir setzen ganz früh an. Das ist ganz wichtig. Wir setzen an bei der Kindergesundheit. Also wir setzen nicht im Erwachsenenalter an, wir setzen in der Kindergesundheit an. Da haben wir in der Vergangenheit seit dem Jahr 2007 ein Angebot gehabt, speziell für Kitas, Kindergärten. Das sind die besagten AOK Tiger Kids. Da gibt es die Module Ernährung und Bewegung. Das wissen wir seit den Familienstudien. Das bewegt Familien. Ernährung, Bewegung, das wissen wir alle. Da sind Produkte entwickelt worden für die Kindertagesstätten, für die Kindergärten, um hier letztendlich gleich Kinder an eine gesunde, in Anführungsstrichen, Erziehung heranzuführen. Im Jahr 2013, die neue Familienstudie, hat uns auch gezeigt, es rückt ein anderes Thema in den Mittelpunkt, Stress. Ich nenne das jetzt mal seelisches Wohlbefinden zum einen. Insoweit wird Tiger Kids jetzt auch abgelöst, im Sommer durch die sogenannten Julinchen Kids. Julinchen ist so das Label, so das Maskottchen für die kleinen Kinder. Julinchen Kids wird erweitert um zwei Module. Zum einen um das seelische Wohlbefinden, da haben wir das Thema Stress wieder. Und zum anderen Erzieherinnengesundheit. Das haben wir bisher vernachlässigt, muss man ganz klar sagen. Aber wenn Sie auch für die gesundheitliche Erziehung mitverantwortlich sind, dann bitte auch Erzieherin. Sind gestresst, das wissen wir alle, insoweit ist dieses Modul dazu entwickelt worden. Eine Zahl noch, wie erfolgreich das Modell Tiger Kids in Mecklenburg-Vorpommern war. Das waren fast 10.000 Kinder, die in den vergangenen Jahren seit 2007 an diesem Programm teilgenommen haben und über 1.000 Erzieherinnen und Erzieher haben daran teilgenommen. Das sind Multiplikatoren, das ist ganz wichtig, denn wichtig ist, die Kinder dort abzuholen, wo man sie findet. Und das ist bei den Kleinkindern eben die Kita oder der Kindergarten, da setzt Gesundheitserziehung an. Aber wir verstehen uns ja hier auch als kleiner Ratgeber zum Thema Gesundheit. Was sagt die AOK nochmal den Eltern und natürlich den Kindern? Bewegung, Ernährung, ganz wichtig, also so viel wie möglich oder was ist die Botschaft? Gemeinsam ist die Botschaft. Wenn wir das nochmal auf die Familienstudie bringen, gemeinsam, verbringen Sie bewusst Zeit miteinander. Und bewusst Zeit miteinander meint eben nicht, vor dem Fernseher zu sitzen,
sondern bewusst Zeit miteinander verbringen heißt, etwas gemeinsam zu unternehmen. Das kann durchaus sein, dass man einfach mal an einem Regentag wie heute, dass man dann einfach mal sagt, wir spielen mal, wir machen mal ein Spiel. Auf der anderen Seite kann das eine Radtour sein oder man kann auch einen Waldspaziergang beispielsweise machen mit einem Geocacher. Das geht alles, kann man nachschauen, also einfach sich bewusst Zeit zu nehmen, sich bewusst einfach mal auch vorzunehmen, etwas mit der Familie zu machen. Da eine Checkliste zu führen, habe ich das gemacht, das abzuarbeiten, das bringt was. Also die Antwort darauf lautet, Bewegung, Ernährung ja, es bewusst zu tun, ist mindestens genauso wichtig. Und wenn ich jetzt so persönliche Probleme habe, das heißt, ich kann aber auch direkt anrufen und kann bei meinem AOK-Berater auch nochmal nachfragen, an wen ich mich wenden kann und wie mir konkret geholfen werden kann. Ja, selbstverständlich. Also die Schwangeren-App ist halt, so ist es nun mal in dem Zeitalter der neuen Medien, schnell sind wir damit. Derjenige, der aber letztendlich noch mit Fragen behaftet ist, der sagt, also das habe ich jetzt nicht verstanden, wie mache ich das denn jetzt oder das persönliche Gespräch bevorzugt, klar, der kann auch in eine der AOK-Filialen gehen und sich dort natürlich auch beraten lassen. Das ist so und das bleibt auch so und da kriegt er die persönliche Beratung, das ist ganz selbstverständlich. Ja, also wir haben es gehört, liebe Zuschauer, zahlreiche Tipps auch rund um Ernährung in den verschiedenen Lebensphasen. Das finden Sie alles unter der eingeblendeten Internetadresse, die wir jetzt hier nochmal eingeblendet haben. Und machen auch Sie es so, folgen Sie dem Slogan, Gesundheit ist ansteckend. Herr Jules, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.